shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar einen neuen Solo Unlimited Money Glitch. Also der ist genauso einfach wie der, wo Luigi und ich gefunden haben, nur jetzt gibt es noch einen zusätzlichen Schritt, und diesen Schritt hat Freight Train gefunden, und ich finde es auf jeden Fall geil, dass er sowas gefunden hat, und ich möchte euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, ich zeige euch jetzt gerade mal ganz kurz, was für ein Clubhaus ihr braucht. Also es funktioniert natürlich mit jedem Clubhaus. Also es ist scheißegal, welches Clubhaus ihr habt. Aber ich würde euch empfehlen, entweder das mit dem hier unten vielleicht zu machen oder mit dem, wo ich jetzt hier schon gekauft habe. Weil ihr braucht Morse und ihr könnt nur alle 5 Minuten Mechanik anrufen. Deswegen wäre es nicht schlecht, wenn ihr da irgendein Clubhaus habt, wo in der Nähe von Morse ist. So, falls ihr keine Werkstatt habt, dann geht hier einfach auf das Clubhaus drauf, das ihr bereits habt, und klickt hier unten auf Werkstatt an. Ich habe jetzt in dem Clubhaus kein Waffenschrank, deswegen zeige ich euch das jetzt mit dem Waffenschrank, und zwar ich klicke da an und dann kann ich mir den kaufen, drücke danach auf Renovieren und dann habe ich auch da eine Werkstatt drin. So, dann nehmt ihr einfach einen Lowrider, den ihr habt, und fährt mal zum Clubhaus. Ihr könnt es natürlich auch mit anderen Fahrzeugen machen, das spielt gar keine Rolle. Das Fahrzeug darf nur nicht über 50.000 Dollar wert sein, sonst könnt ihr es danach nach dem Duplizieren nicht verkaufen. Deswegen empfehle ich euch das wirklich, macht es mit den Lowridern, weil die könnt ihr jederzeit verkaufen und ist auch, ja, vom Preis her macht es ja keinen großen Unterschied. So, wenn ihr dann vor dem Clubhaus angekommen seid, dann parkt ihr einfach das Auto so in die Nähe von dem Clubhaus und müsst es einfach nur zerstören. Das ist egal, ob ihr das mit der Haftbombe macht, mit der Granate oder Raketenwerfer, scheißegal, ihr müsst es einfach nur irgendwie zerstören, und es muss natürlich ein versichertes Fahrzeug sein. So, wenn ihr es zerstört habt, geht ihr einfach nur in das Clubhaus rein und ja, hockt euch auf irgendeinen Roller. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit dem Faccio zu machen, weil es kann sein, dass das Motorrad verschwindet, und der Faccio, der kostet ja nur 5.000 Dollar, von dem her macht ihr da nicht viel Geld kaputt. Kauft euch einfach so einen ganz normalen Faccio im Internet und dann, ja, gibt es da keine Probleme. Jetzt macht ihr mal euer Handy auf und ruft Morse an, indem ihr einfach euer persönliches zerstörtes Fahrzeug wieder, euch liefern lässt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann wird das Fahrzeug bei Morse geliefert, also steht dann bei Morse dran. Und jetzt, sobald ihr es angefordert habt, fährt ihr in die Garage rein und ändert irgendetwas an dem Roller. Also scheißegal was, ich würde euch empfehlen, das Nummernschild zu machen, weil das kostet einfach nur 200 Dollar und ist einfach das günstigste, was man auf die Schnelle ändern kann. Sobald ihr das dann gemacht habt mit dem Roller, könnt ihr mal ganz kurz aus dem Clubhaus rausgehen und danach mal Start drücken, ob das Fahrzeug wirklich bei Morse angekommen ist, weil wenn dort kein Fahrzeug steht, dann hat das Ganze nicht funktioniert und müsst den ganzen Schritt nochmal neu machen. So, ich bin jetzt draußen angekommen, jetzt drücke ich mal die Starttaste, und wie ihr seht, bei Morse steht es mein persönliches Fahrzeug, das ich gerade eben zerstört habe. Jetzt müsst ihr da irgendwie nur hinlaufen oder hinfahren, oder ihr könnt es theoretisch, glaube ich, auch anfordern. Ich habe das mal nicht mit Anfordern gemacht, sondern ich bin auf Nummer sicher gegangen, bin mal hingefahren, aber ich denke, wenn ihr das Fahrzeug auch anfordert, dann funktioniert das Ganze auch. Nur ihr könnt es ja nur alle 5 Minuten machen, und der Glitch dauert ja keine 5 Minuten, deswegen müsst ihr halt immer wieder mal so ein Fahrzeug organisieren, um dorthin zu fahren. So, und wenn ihr dann bei Morse angekommen seid, dann müsst ihr eigentlich so wie beim alten Glitch einfach nur in das Fahrzeug einsteigen, fährt dann, wenn es ein Lowrider ist, einfach in Bennys Garage, ihr könnt auch ins ganz normale Los Santos Customs reinfahren, spielt keine Rolle, und müsst einfach nur irgendwas ändern. Auch dort würde ich euch empfehlen, das Ganze mit dem Nummernschild zu machen, weil es einfach nur 200 Dollar kostet und eigentlich, ja, am einfachsten und am günstigsten ist. Sobald ihr das Nummernschild dann drauf habt, könnt ihr einfach mal zur Sicherheit zum Kontrollieren in eure Garage reinfahren und schauen, ob es wirklich dupliziert ist. Theoretisch könnt ihr es auch jetzt verkaufen und den ganzen Schritt wieder von vorne anfangen. Aber ich zeige euch jetzt, dass das Auto wirklich dupliziert wurde, indem ich jetzt einfach Nummernschild ändere und zurück ins Apartment fahre. Und nochmal, ganz wichtig gesagt, ihr könnt es wirklich mit jedem Fahrzeug machen. Nur zum Beispiel ein RE7B und ein T20, die kosten einfach mehr wie 50.000 Dollar im Internet. Deswegen könnt ihr sie, wenn ihr sie dupliziert habt, nicht. Ich wurde so oft gefragt, ja, geht es auch mit Sport- und Supersportwagen? Ja, aber ihr könnt sie danach, ihr könnt es die Kopie oder das Duplikat anschließend nicht verkaufen. Funktionieren tut es natürlich, klar. Aber was bringt es ein Auto, wo ihr nicht verkaufen könnt? Deswegen macht es wirklich mit Lowridern, würde ich euch wirklich empfehlen. Und so, ja, wieder zurück. Ihr seht auf jeden Fall, Bams, habe ich einmal dupliziert. Richtig geil, also auf jeden Fall richtig hammergeil. Und deswegen würde ich euch empfehlen, das relativ schnell zu machen, weil ich vermute, heute Abend oder vielleicht spätestens morgen funktioniert der Glitch nicht mehr. Deswegen für die Leute, die immer noch ein bisschen Geld brauchen, auf jeden Fall mal jetzt ausprobieren. Und wie ihr seht, es hat auch mit dem RE7B geschafft, das ist das Originale. Und daneben steht auch die Kopie, und die kann ich leider nicht verkaufen. So,
das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst mir natürlich ein Like da. Abo nicht vergessen. Oh, und ich bin an der Stelle raus. Macht's gut und noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Ciao, euer Zeddy.